zivilen Hoheren, habt Mitleid mit uns. Seht meine Gebresten. Hier ist keine Täuschung, nicht. Ein kleines Almosen. Ein winzig kleines Stücklein Brot, pulvreicher, großmächtiger Pfefferkorn. Lass dich die Pest! Da soll doch der Büttel reinfahren. O Herr, mit dem Büttel heilet ihr uns nicht. Mit das Leiden und das Unrecht auch nicht. Eure Sache war es, Herr Magister, uns vor solch peinlichem Anschlag zu bewahren. Euch untersteht das Gesundheitswesen der Stadt. Und solch Gesinde gehört ins Spital, nicht auf den Kirchplatz. Das Spital ist von unnützen Fressern voll genug. Kommt da kein Almosen zusammen. Wollt ihr damit vielleicht sagen, dass ich nicht genug für die Armen tue? Keinswiss, liebe Freunde. Seid gütig und vertraget euch mitsammen. Ja, ja. Wer weiß, vielleicht sind wir morgen schon alle hin. Der schwarze Tod ist vor der Stadt. Ich habe eine Post von meinem Schwager in Sterzing. Die Pest. Wir alle stehen in Gottes Hand, aber dennoch lasst uns ein Übriges tun und erwägen, was wir zum Schutze der Bürger tun wollen. Mit Verlauf, Herr Bürgermeister, hier ist aber ein sehr zugigter Platz. So gehen wir aufs Rathaus. Jetzt gleich? Ich erwarte hohen Besuch aus Innsbruck vom kaiserlichen Hof. Und ich muss zu meinen Patienten. Proben hat nach mir schicken lassen. Der Buchdrucker? Ist denn der immer noch nicht gesund? Gut denn, aber heute Abend erwarte ich euch gleich nach dem AW-Leuten. Bis dahin wünsche ich den Herrn einen Gesundheit, Herr Bürgermeister. Langes Leben, Herr Bürgermeister. Johannes.